Hallo und willkommen zurück in Guild Wars 2 und ich soll jetzt hier irgendwo im Aldi eine Bombe kaufen. Ich habe so viel Feuerkraft, wie ihr nur braucht. Ton hat diese Bomben gebaut und er ist einer der Besten. Ja, okay, dann gib mal her. Gib her. Bombe nehmen. Oh Gott. Die Lunte brennt! Ja, wohin damit? Platziert die große Bombe. Ja. Ach du Scheiße, weg! Ah ja, bla bla. Oh, hier auch noch das drauf, das dahin. Verhören, bist du schon tot? Nee, er steht noch. So, ich könnte aber mal kurz hier etwas Unterstützung gebrauchen. Zu spät. Es ist keiner mehr da, der irgendwas hier von dir fernhält. So, Kugel. Was? In die Halterung? Wo? Ach so, die Jungs sind für uns. Halterung. Halterung? Halterung, da. Dann hier hoch. Ach, wir hätten das hier gebaut. Das ist doch nicht hier behindertengerecht und so. Da kommt doch keiner mit dem Rollstuhl hoch. Und da ist doch schon eine Kugel drin. Wieso muss ich denn da noch eine reinbauen? Ja, und es tickt komisch. Alles, was komisch tickt, ist nicht allzu gut. Okay, erobert das Zentrum zurück. Ja, gut, dann machen wir das noch. Wie am besten? Ihr wolltet es so. Jep. Wir wollten es so. Das ist zu weit weg. Die Docks zurückerobern. Haben wir da auch einen Pfeilwagen? Auch wenn wir nicht allzu viel gemacht haben. Wäre ich dann doch sehr. Hätte ich gerne so ein Teil zum Schießen. Ach, guckt euch das doch mal an. Zeit, echten Schaden anzurichten. Ja, ist aber alles zu weit weg. Oder auch nicht. So, einen nach dem anderen. Oder halt alle zusammen. Ist mir gerade egal. Jungs, nicht hier auf mich schießen. Wie außer Reichweite. Kann doch nicht sein. Macht mal hier den ganzen Nebel weg. So, und heilt hier eure Kumpanen. Oh, du komm mal her. Der hin. Springt der hier die Leute an? Next.
Düsternis und Verdammnis. Ja, genau. So war das damals. Ich bin froh, dass wir die Aufmerksamkeit des Drachen haben. Ich will, dass Saltan die Namen und Gesichter derer kennt, die ihn bezwingen werden. Fürs Erste ist das Fort sicher. Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich unsere Aufmerksamkeit gern Apatia zuwenden. Vielen Dank. Ich weiß, dass sie noch irgendwo in der Kreidstadt ist. Sie hat uns bei der Sicherung der Kugel geholfen. Wir schulden es ihr, sie da rauszuholen. Noch. In der Tat. Ich mache hier alles fertig und sammle einen Rettungstrupp. Wir treffen uns bei den ruhelosen Tiefen. Ach nö. Ruhelose Tiefen klingt auch wieder irgendwie so sehr nach Schwimmen und Tauchen und sowas. Und da hinten sind noch ein paar Untote. Können wir die noch umhauen? Wie sehen die denn aus? Können wir... Ist halt doof, dass ich... Meine Ärmel sind halt viel zu lang. Das ist ja eh wurscht. Brauchen wir eh nicht. Wäre auch nichts Interessantes dabei. Vielleicht, ja, hier, das wäre noch halt ganz okay, aber... Aber mir auch nicht. So, jetzt, wir kümmern uns gerade noch hier um die paar Untoten, wenn es recht ist. Oh Gott, wir werden alle draufgehen. Hören, was soll denn der Mist? Also manchmal bist du echt... Ja, jetzt liegst du im Dreck, ne? Selber schuld. Wenn du hier irgendwie mein Ziel da rauskegelst. Au. Ja, sind jetzt hier ein paar noch zu Hilfe gekommen. Ja. Hebt da mal eure Leute auf. Und dann machen wir hier den Rest. Au. Unfair, einfach hier einen zu unterbrechen. Okay.
Ach, da stehen noch zwei. So, belebt mal da eure Freunde wieder. Wir kümmern uns um die zwei hier. Na? So. Jetzt haben wir das hier alles hier befriedet. Okay, dann können wir jetzt hier auch tatsächlich raus. Okay. Dann mal verschaffen wir uns mal hier einen Überblick. Aha, Befreiung ist da. Ach Gott, dann müssen wir hierhin zurück. Was ist das denn für ein Scheiß? Nein. Müssen wir die wirklich retten? Nein. Unentdeckte Sehenswürdigkeit. Mal gerade gucken, ob wir da reinkommen. Bzzp. Mal gerade gucken, ob wir da irgendwo reinkommen. Dann müssen wir wieder zurück, finde ich aber nicht fair. Ah, hier haben wir noch jede Menge Speer. Dann gucken wir mal bei denen nach. Pack Kriegsmeister Schattenhieb befehligt die Invasionstruppen im Norden von Ohr. Er will an der Anlegestelle Messingklaue mit Unterseebooten und Golemkanonen einen Brückenkopf errichten. Ein befestigtes Lager dort sichert unseren Truppen den Zugang zum Reich des Drachen. Mhm. Ja. Schön. Deswegen jede Menge Kram. Wie ist denn das? Karu. Blut? Wer bist denn du? Der Hain ist weit weg, Freundin. Wenn ihr keine Abenteuer wolltet, hättet ihr daheim bleiben sollen. Habt ihr je Schuldgefühle, weil ihr nicht in Götterfeld seid? Nicht wirklich. Keine Ahnung, wer das ist. Ja, Let's Plays und so. Ja, bin gerade dabei am Aufnehmen und so. Wer bist denn du? willkommen auf YouTube. Dann gucken wir gerade die Post. Ah, was? Zum Geburtstag? Oh. Ihr da. Ich brauche jemanden, der diese Kreidgebilde auskundschaftet. Ach so, ja, es ist hier irgendwie auch wieder Event am Start und so weiter, aber darum kümmere ich mich jetzt so nicht. Was? Seit fast 2 Jahren? Okay. Das hilft mir nicht weiter. What? So lange mache ich doch noch gar keine Videos. Naja, 1,5 Jahre. Okay. Mein erster Fan. Den ich auch mal im Game treffe. Ach so, du warst das. Ah. Okay, dann weiß ich Bescheid, wer du warst. Alles klar. So, Tja. Ja?
weiß, dass meine Let's Plays scheiße sind, aber egal. Lululululul. Fähigkeiten ändern. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das echt hier umändern soll. Ja, ist halt so. Ja. Tut mir ja leid. Ich würde ja auch gerne lieber weniger meckern, aber manchmal regt mich das Spiel ein bisschen auf. Und teilweise auch zu Recht. So, ja. Ich brauche jemanden, der diese Kaltgebilde auskundschaftet. Gut, dann gehe ich mal gerade noch hier den hier gucken, den Speer. Unsere Truppen stoßen von der südlichen Küste über den einzigen Landweg, das Archipel, in Richtung Orr vor. Aha. Unser Lager an den Schwallspitzen unterstützt von Isaldin Zarai mit mächtigen Belagerungswaffen, während der Pakt auf das Lessiet-Tor und Saitans verdorbenes Reich zumarschiert. Okay. Okay, da gibt's jede Menge Brücken. Da gibt's jede Menge Brücken. Jenseits dieser schmutzigen Gewässer beginnt der Sturm auf Orr. Ja. Ein Gebilde der auferstandenen Kraid in den stygischen Tiefen bedroht unsere Armada, die zum Eroberungsjachthafen unterwegs ist. Die Schiffe müssen die Küste erreichen, damit unsere Truppen den Strand stürmen und Orr für den Pakt einnehmen können. Ja, dann schieß mal los. Mach mal hier so ein bisschen In-Game-Chat und so. Auch wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen. Ich weiß aber auch nicht, was ich jetzt hier großartig machen sollte. Jetzt mit der persönlichen Quest nochmal zurück. Hm. Weiß ich jetzt nicht. Ein Reich der Toten. Ein guter Tag, um ein Held zu sein. Meint ihr das ernst? Ihr würdet euch wundern, wie oft ich das gefragt werde. Der Hain ist alles und teilweise ist es halt tatsächlich irgendwie von der Klasse abhängig. Deswegen, das war Terra, war ja eigentlich auch nicht so viel anders wie das hier. Es ist halt nur, dass man diese Skills dann so kombinieren musste. Und irgendwie, also mit dem komischen Krieger da, womit ich unterwegs war, hatte ich absolut keine Probleme gehabt. Mit anderen Klassen ist es halt ein bisschen anders. Also ich hatte da zum Beispiel, wo ich mit dem Bogenschützen da, mit dieser Fernkampfklasse, das war ein bisschen merkwürdig. Caster konnte ich gar nicht spielen. Verständlich. Hat es ja auch nur 100 Folgen ausgehalten. Danach hatte ich auch irgendwie den Koffer voll. Beziehungsweise schon vorher, aber dann wollte ich halt die 100 Folgen gerade voll machen. Kann man aber alles bei mir nachgucken. Die Schnauze voll. Blub. Okay, ja. Insofern, jetzt die halbe Folge haben wir jetzt. Hier verquasselt. Tut mir leid, aber so ist das mal. Gut, und
ich mache dann jetzt hier gerade Schluss und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Dann geht's dann hier weiter. Vielleicht machen wir dann ein bisschen hier in dem Gebiet weiter und dann kümmern wir uns um Apatia. Also bis dann.